Du kannst deine Versicherungsbeiträge plötzlich nicht mehr bezahlen aufgrund eines finanziellen Engpasses, dann ist das nichts, wofür du dich irgendwie schämen müsstest. Das ist überhaupt kein Problem. Was allerdings ein Problem ist, ist, wenn du einfach deine Versicherung kündigst oder beitragsfrei stellst, ohne überhaupt mit der Versicherung oder deinem Versicherungsmenschen zu sprechen. Dann kann es richtig, richtig problematisch werden. Warum das so ist und welche Lösungen hier tatsächlich sinnvoller sind, das erfährst du in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und hier auf dem Kanal gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen für dich. Heute ganz wichtiges Thema. Wir sprechen heute über meine Praxis. Es gibt ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wir sprechen über Scham, ja, schämen, sich schämen, warum wir Deutschen das sehr oft tun, was das mit unserem Ego zu tun hat und warum hier dann falsche Entscheidungen getroffen werden, was das Thema Versicherung angeht, weil auf einmal finanzielle Engpässe vorhanden sind. Bleib also bitte bis zum Ende dran. Dieses Video ist sehr, sehr wichtig. Du wirst hier Optionen und Möglichkeiten kennenlernen, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt. Dieses Video nehme ich aktuell auf, wo wir die Corona-Krise haben. Viele Menschen haben einen Job verloren, viele Menschen sind in Kurzarbeit. Es ist teilweise eng mit dem Geld. Und wir müssen davon ausgehen, dass das noch ein bisschen länger anhält. Vielleicht kommt da noch so ein dickes Ende sogar, so Nachbrenneffekte. Ja, Firmen, die jetzt irgendwie sich gerade noch über Wasser halten können, aber das in ein paar Monaten einfach nicht mehr können und dann pleite gehen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da noch irgendwas kommt. Und vielleicht bist du betroffen, vielleicht bist du jetzt schon betroffen. Und du sagst, okay, ich muss jetzt Geld sparen. Ich muss gucken, wo ich meine monatlichen Ausgaben einschränken kann. Und was viele Menschen in dem Fall machen, ist, das allererste, wo sie rangehen, ist nicht irgendwie Netflix-Abo, ja, oder irgendwie das komische Boulevard-Magazin, was sie bestellt haben, ja, oder das Fitnessstudio, wo sie eh nicht hingehen. Nein, es sind Versicherungen. Also die Sachen, die am wichtigsten sind. Aus irgendeinem irrationalen Grund werden immer Versicherungen angegangen. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Wenn du weißt, wieso, schreib es hier unten rein. Ich check's nicht, ich raff's nicht. Aber Versicherungen sind das, was in der Regel als allererstes angegangen wird, wenn es darum geht, monatlich Geld zu sparen, weil es finanziell ein bisschen eng ist. So, und dann hat man dann so Versicherungen wie Berufsunfähigkeitsversicherung und vor allem aber Verträge für die Altersvorsorge. Darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren. Und hier habe ich eine Vermutung, warum dann diese Verträge beitragsfrei gestellt werden oder sogar gekündigt werden. Meine Vermutung ist die folgende. Das ist ja so weit weg. Warte mal kurz, ich bin jetzt irgendwie Mitte 20, Rente, das sind so 40 Jahre noch. Ach komm, ja, diese 100 Euro, die ich da monatlich einzahle, oder wenn es nur 50 Euro sind, die setze ich jetzt einfach mal aus, spare mir ein bisschen Geld hier, weil ist halt gerade nicht so dicke und dann passt das schon. Ich fange das schon irgendwann wieder an. Ja? Das könnte jetzt so ein Mindset sein, das ist vielleicht auch das, was gerade durch deinen Kopf geht. Und dann setzt man schnell ein Schreiben auf und schickt das an die Versicherung. Bitte beitragsfrei stellen zum nächsten Monat oder vielleicht sogar kündigen, ja, weil da ist ja gerade ein bisschen Geld drin. Ja, und jetzt, ich brauche ja irgendwie diese 2500 Euro, die brauche ich jetzt, weil Corona ist so kacke und ich muss mir jetzt auch mal wieder was gönnen und deswegen, ich will jetzt mir dann vielleicht demnächst nochmal einen Urlaub in Deutschland gönnen. Ja, dann nehme ich jetzt das Geld, weil man muss ja auch noch von irgendwas leben. Ja, irgendwie sowas geht mit Sicherheit in ganz vielen Köpfen vor und dann wird das vielleicht sogar gekündigt und ja, dann ist das Teil weg. Was ist weg? Deine Existenz in der Zukunft ist weg. Ja? Oder wenn du es einfach nur unterbrichst und beitragsfrei stellst, dann darfst du es so vorstellen, der aktuelle, ja, Basti, nehme ich jetzt einfach mal mich her, hat eine Säge in der Hand und sägt an dem Ast, ja, vom Zukunftsbasti, der da oben auf diesem Ast sitzt, ja, und sagt so, hey, wie geht's? Ja, und der sitzt da oben und hat absolute Panik, weil er gleich abstürzen wird. Ja? Ich habe dieses Bild mit Absicht gemalt, weil genau so ist es. Du gefährdest dadurch deine finanzielle Existenz in der Zukunft. Ja, und dabei ist es jetzt egal, ob das jetzt eine Rentenversicherung ist oder ein ETF-Sparplan oder weiß der Geier, ja, was jetzt hier gecuttet wird. Irgendwas, was für dich Vermögen aufbaut, eine Altersvorsorge aufbaut und das unterbrichst du jetzt. Ich möchte mich aber auf das Thema Versicherung spezialisieren oder fokussieren in diesem Video, weil es hier Optionen gibt, andere Möglichkeiten gibt, von denen du wahrscheinlich gar nicht weißt, dass es die gibt, die man hier heranziehen kann. Das hast du jetzt halt bei einem, keine Ahnung, ETF-Sparplan, bei einem Direct Broker oder so, hast du halt nicht, ja? Aber hier hast du Optionen. Warum kennen viele diese Optionen nicht?
Weil niemand fragt. Warum fragt niemand? Weil sich die Menschen schämen. Wir Deutschen schämen uns für so viele Sachen, aber wir schämen uns vor allem, wenn es ums Geld geht. Keine Ahnung. Ist halt so. Ja? Meine Frau ist Amerikanerin, da spricht man dauernd über Geld. Und wenn jemand mal kein Geld hat, dann ist das halt okay. Dann fragt er um Hilfe oder sonst was. Das ist halt einfach so. Gehört zum Leben dazu. Wir Deutsche haben ein heftiges Problem damit. Und genau deshalb machen wir solche Dummheiten, dass dann einfach solche Versicherungen gekündigt werden oder beitragsfrei gestellt werden. Was solltest du tun? Nummer 1. Du solltest dein Ego, weil dieses Schamgefühl entsteht ja nur durch dein Ego, weil dein Ego so groß ist und du sagst, nee, das kann ich jetzt nicht. Ich darf das niemandem sagen, dass es mir finanziell nicht so gut geht. Ja? Das sagt dein Ego. Das sagt nicht der rationale Verstand, das ist dein Ego. Und das Ego ist in vielen Fällen, steht das bei vielen hier oben. Ja? Wo sollte es eigentlich sein? Da unten, irgendwo bei den Füßen, sollte dein Ego eigentlich sein. Weil das hat eigentlich überhaupt nichts zu melden. Die meisten Entscheidungen, die dein Ego fällt, ja, sind schlecht. Das ist Punkt Nummer 1. Wenn du das geschafft hast, dann rufst du bitte deinen Versicherungsmenschen an, der dich betreut, oder direkt die Versicherung, wenn du keinen Betreuer hast. Und sagst, hey Leute, ich bin in einem finanziellen Engpass. Corona kennt ihr wahrscheinlich, ich bin Kurzarbeit, habe meinen Job verloren, keine Ahnung. Ja? Ich habe die in die Versicherung bei euch, ich habe das und das Rentenversicherungsprodukt bei euch. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich habe gerade nicht die Kohle, das in der Form weiterzuzahlen. Was habt ihr denn für Optionen? Gibt es da Möglichkeiten? Und wisst ihr, was die dann sagen werden? Ja, natürlich. Natürlich haben wir da Möglichkeiten. Ja, sind ja viele Menschen davon betroffen. Ja, wir haben sogar Sonderregelungen eingeführt. Genau dafür. Genau für solche Fälle. Jetzt während der Corona-Krise. Aber irgendwie fragt keiner. Ja? Also ich trigger hier gerade ein bisschen mit Absicht und provoziere. Wenn du hier nachfragst, wird sich eine Lösung bieten. Hundertprozentig. Es kann zum Beispiel ein Beitrag gestundet werden. Das heißt, übersetzt im Prinzip, du zahlst Beiträge, die jetzt vielleicht fällig wären, später, wenn es wieder läuft. Ja? Aber verlierst zum Beispiel dann halt nicht den Versicherungsschutz in dieser Zeit. Und dann gibt es mit Sicherheit noch viele, viele andere Möglichkeiten, die es hier je nach Versicherer noch für dich geben kann. Du musst aber fragen. Ja? Nur wer fragt, gewinnt. Oder ich glaube, aus der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und genau so ist es. Das wird sich auch nie ändern. Also, lass dich nicht von deinem Ego und deinem Schamgefühl hier leiten, sondern sprich mit den Leuten, die hier die Ansprechpartner sind, und dann wirst du mit denen zusammen eine Lösung finden. Ja, das ist immer besser, als einfach was zu kündigen. Und nochmal kurz aus meinem Nähkästchen hier geplaudert, habe ich natürlich auch bei mir. Ich habe natürlich auch Kunden, die einen Altersvorsorgevertrag vielleicht haben, vielleicht eine Riester-Rente, vielleicht eine vorgebundene Rentenversicherung, und auf einmal kriege ich von der Versicherung die Info, ja, wurde beitragsfrei gestellt oder noch schlimmer, wurde gekündigt. Dann frage ich natürlich nach und sage, hey, hier, ich habe das gerade mitgekriegt, ist alles in Ordnung bei dir, ja? Hast du gerade ein finanzielles Problem? Ja, läuft es gerade nicht so eng? Lass uns darüber sprechen. Schäm dich nicht dafür. Es ist wichtig. Ich möchte einfach nur sagen, es gibt noch andere Lösungen, weil was du gerade hier tust, wird dich langfristig am meisten verletzen. Lass uns darüber sprechen. Ja? Und dann nimmst du den Leuten so ein bisschen diese Angst, ja, und nimmst ihnen dieses Schamgefühl, ja, wenn es um finanzielle Dinge geht. Und dann schreiben dann doch viele zurück, ja, Basti, danke, dass du es so offen ansprichst. Es ist mir total peinlich und hin und her. Ja, aber dann wird darüber gesprochen und dann wird eine Lösung gefunden. Und wenn jetzt noch jemand gerade kurz hier vorm Keyboard sitzt und schon reinschreiben will, ja, das sagt er ja nur, weil der Versicherungsvermittler bei einer Beitragsfreistellung oder einer Kündigung Vertrag ja auch seine Provision zurückzahlen muss und nur deshalb sagt er das hier, wenn du das so denken möchtest, dann ist das ganz dir überlassen. Fakt ist, dass das in der Realität zwar so ist, ja, in vielen Fällen, aber das ist nicht der Grund, warum man das so machen sollte als Kunde. Ich denke, das muss man der Fairness hier mit dazu sagen, der Fairness halber. Es geht hier um den Endverbraucher. Ja? Wenn du meinen Kanal hier kennst, es geht immer um den Endverbraucher. Und das ist das, was du tun solltest. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du in dieser Form vielleicht schon gemacht hast. Ja, vielleicht stehst du kurz davor und traust dich nicht so wirklich. Vielleicht hast du auch erst vor ein paar Tagen eine Kündigung abgeschickt. Du kannst sowas auch wieder widerrufen, ja, und kannst es wieder zurücknehmen oder eine Beitragsfreistellung. Rede mit den Leuten. Du kannst mit jedem reden. Versicherer sind keine irgendwie, weiß ich nicht, Wesen in irgendwelchen Eiffelturmgebäuden, ja, mit denen man nicht reden kann. Sprich mit den Leuten, finde eine Lösung heraus, und das ist viel besser als Beitragsfreistellen oder Kündigen, vor allem bei richtig wichtigen Versicherungen. Ich hoffe, das Video konnte dir helfen. Ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren und dann sehen wir uns auf alle Fälle wieder im nächsten Video hier auf dem Kanal.
Bis dahin, dein Basti von Versicherung im Kopf. Ciao.